Jedes Mitglied dieses Teams war bereits ein Held, bevor ihre Akten auf meinem Tisch landeten. Aber zu sagen, sie seien nur starke Persönlichkeiten, wäre eine riesige Untertreibung. Insbesondere, was Petrova anging. Papascha, wo ist meine... Schon wieder? Ich trage das Ding so schon nicht gerne. Und jetzt ist's brennbar. All die Jahre, die ich schießen gelernt habe. Und sonst. Ich sitze im Sanitätszelt fest. Was toll. Brenne nicht so aufs Kämpfen. Ruhm ist völlig wertlos, wenn du tot bist. Aber dieser Kampf ist wichtig. Du bist wichtig. Du und Misha. Mehr habe ich nicht. Sonderzustellung. Diego Napomini. Hey, sei nett. Ich bin immer nett. Was hast du da drin? Leere Flaschen? Ich bilde Partisanen aus. Unsere Genossen wissen schon, wie man säuft. Das werden Molotows. Ist es klug, Sprengstoff an Zivilisten zu verteilen? Papaschka, du sagst dich zu viel. Autsch, Zezrucha, du verletzt mich. Das tust du schon ganz allein. Lebjetschka. Kozjel. Jeguschka. Kozjel. Schaba. Genug, ihr zwei. Bin schon spät dran. Setzen! Na also, ist das nicht nett? Ein echtes Familienfrühstück. Bomben und Kugeln, perfekter Start in den Tag. Papa, mit diesem alten Gewehr im Haus bringen sie dich eines Tages noch um. Wer sorgt sich denn da? Also, die Deutschen nähern sich der Front. Willst du etwa dorthin? Nein. Sie sagten, dort wäre ich nicht so nützlich. Deshalb bilde ich Rekruten aus bei der alten Post. Ist sicher schön. Es wäre schöner gewesen, wenn ich eine Wahl hätte. Immerhin darfst du kämpfen. Spar mir dein Immerhin. Genug! Ihr leistet beide viel. Da fällt mir ein, wenn die Dubljutki an euch vorbeikommen, schickt sie einfach zu mir. Natürlich, Papascha. Die kommen nie vorbei. Nie. Blin! Ich bin später dran, die warten auf mich. Misha, deine Kiste! Ich schwöre, ohne uns würde er noch seinen Kopf vergessen. Wir sind Heilige. Ehrlich. Ich bringe ihn dir auf den Weg zu den Sanitätszelten. Du hilfst dem Land mehr, als dir bewusst ist. Und machst deinen alten Herrn stolz. Spasiba, Vater. Wir sollten den Sessel ersetzen. Niemals. Ist bequem genug für mich. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Du warst ein Naturtalent. Ach, ich vermisse deine Musik. Misha und ich sind so klein auf dem Foto. Als wäre es gestern gewesen. So viele Medaillen, Vater. Deine Mutter bestand darauf, dass wir sie zur Schau stellen. Pass auf dich auf! Meinst du, die Deutschen dringen in die Stadt vor? Nicht, wenn ihr da draußen kämpft. Die neuen Partisanen, die ich ausbilde, werden sie völlig zermalmen. Sehr gut. Viel Glück da draußen. Polina, willst du deinen Bruder aus Schwierigkeiten raus? Unmöglich.
Irgendwas riecht hier aber lecker. Oh, Paulina, ich habe einen Leib für dich bereitgelegt. Spasibo. Gern geschehen. Dein Vater hat mich nach Borodinsky gefragt. Natürlich. Ich komme später vorbei, um es zu holen. Pass auf dich auf, Paulina. Was vergessen? Wenn ich dich nicht hätte. Stimmt. Ich komme schon. Ich sollte dich begleiten. Das solltest du wohl. Du kannst besser als jeder dieser Hunde von der Roten Armee. Sprich nicht so laut. Du willst dir keine Feinde machen. Na gut. Nur tue nichts, was ich nicht auch tun würde. Das könnte ich überhaupt nicht. Du schießt so viel besser als ich. Tja, schade, dass wir nicht tauschen können. Mir würde diese Uniform stehen. Versuch, vom Bombenbasteln zurückzukommen. An einem Stück oder in Stücken. Ich bin ziemlich gut darin, Leute zusammenzuflicken. Jawohl. Wegen dir bin ich wieder spät dran. Ich muss über die Dächer. Du bringst dich noch um, wenn du da oben rumkletterst. Dann kannst du sagen, hab's dir ja gesagt. Und jetzt geh. Ich geh ja schon. Alles wird knapp. Wegen der Barrikade kommen meine ganzen Lieferungen zu spät. Das ist euer Schlupf, nachdem ich die Hälfte angefragt habe. Morgen, Paulina. Wie geht's deinem Vater? Dem Bein geht's besser. Danke. Paulina, hast du es schon gehört? Keine Sorge. Die Rote Armee macht das schon. Naja, pass auf dich auf. Laster ist liegen geblieben. Hier geht es nicht weiter. Die Stabsärztin wird dir deine Aufgaben zuweisen. Sie ist auf der anderen Seite des Lasters. Thank you.
dir bewusst ist. Und machst deinen alten Herrn stolz. Papa! Hey, geh wieder rein, Mädchen. Sein Sohn, Papascha. Ihr passt gut aufeinander auf. Thank you.
Wir wollen ausbrechen! Werfen wir Granaten!
In Ordnung. Sie sind tot. Kannst du uns jetzt befreien? Sestrenka, das war unglaublich. Wir gehen. Jetzt. Gespoit, ich hatte solche Angst, dass du... Ich? Du bist es doch, der gefesselt ist. Kümmert dich um die anderen. Paulina? Papa? Er ist tot. Oh. Oh nein. Misha. Nein. Misha. Nein. Wir haben keine Zeit. Wir müssen deine Leute hier wegbringen. Wenn wir hier noch länger bleiben, sitzen wir in der Falle. Ja. Richtig. Okay. Gehen wir. Misha, wir müssen zur Wolga gelangen. Wie kommen wir aus diesem Gebäude? Misha, konzentrier dich. Wie kommen wir zum Fluss? Hier ist ein Ausgang. Wir könnten durch die Kanalisation. Aber die Deutschen blockieren den Hof. Das wird schwer. Hast du noch mehr Vorräte, Waffen, irgendwas, das ich benutzen kann? Ich weiß, dass Soldaten vom Dach verteidigt haben. Sie hatten ein Funkgerät. Vielleicht sind da auch Vorräte. Ich gebe euch von dort aus Deckung. Bring du unsere Leute zur Kanalisation. Wie du meinst, Sestra. Vielleicht kannst du von dort aus aufs Dach klettern. Hier solltest du aufs Dach kommen. Ich helfe dir hoch. Ich werde euch dann Deckung geben. Du warst schon immer ein besserer Schütze als ich. Vater ist jetzt bei mir. Und er würde nicht wollen, dass wir hier im Postamt durch ein paar Bastarde sterben. Er wäre stolz auf dich. Stolz auf uns. Bring sie in die Kanalisation. Gebe euch vom Dach aus Deckung. Nicht verfehlen. Das tue ich nie. Also, Reviata, sobald wir draußen sind, müsst ihr euch verstecken, bis Paulina in Position ist, okay? Ich habe ein Funkgerät gefunden. Paulina, siehst du eins auf dem Dach? Kannst du mich hören? Blöd, ich empfange nichts. Bursche, ich hoffe, du hörst endlich mal auf mich. Wir sitzen im Krater bei der Bahn fest. Wir warten auf deinen ersten Schuss, bevor wir zur Kanalisation laufen. Akzeptiert eure Niederlage! Wir können zur Kanalisation, sobald du das Feuer eröffnest. Ergebt euch, oder ihr werdet sterben! Wir warten auf deinen ersten Schuss, bevor wir zur Kanalisation laufen. Ist nichts mehr übrig! Niemand wird euch retten! Ergebt euch, oder sterben! Die Damen, Bewegung! Paulina hat deine Aufmerksamkeit! Hergekommen.
da eine Kiste mit Molotovs gefunden? Wird ihm helfen. Auf der anderen Seite des Kraters! Hey, wie viele Molotovs hast du noch übrig? Okay, Leute, runter in die Kanalisation! Polina, gib mir die Deckung! Wir brauchen einen Moment, um sie aufzubekommen. Polina, das Hotel! Wir werden von oben beschossen! Die Fenster! Polina, sie wollen dich auf den Dächern flankieren! Komm hier runter und zur Kanalisation! Das sind Gerüste an der Seite des Gebäudes, die du benutzen kannst. Stalingrad zu überleben war keine Kleinigkeit. Zu entfliehen, noch schwieriger. Aber niemand entflieht so etwas wirklich. Die Nazi-Kriegsmaschinerie hatte uns alle berührt. Etwas Bedeutendes weggebrannt. Ich denke, das war es, was uns für die SOI interessant machte. Aber bei Polina reichte die Wunde bis ins Mark. Sie war dazu bestimmt, sich zu revanchieren. Das machte sie zum tödlichsten Mitglied meines Teams. Eine rührende Geschichte. Du konntest nicht mal das Leben deines Vaters retten. Also sag mir, warum ist eine Russin mit einem alten Gewehr Teil einer alliierten Geheimoperation? Du machst mir keine Angst, kleine Maus. Du verstehst das falsch, Mädchen. Es ist nicht nötig, dass du Angst hast. Es genügt mir, dass du schreist. Was bringt deine Freunde zum Reden? Wieso? Weil ich eine Frau bin? Du bist nicht sehr gut darin, oder? Sag mir, welche anderen Missionen haben die Alliierten noch in Deutschland?
Nichts, was der Rede wert ist. So. Was ist denn der Rede wert, Fräulein? Friesinger. Hollinger. Bestimmt erzählen wir zwei die gleiche Geschichte. Weg mit ihr. Schicken Sie mir alles über Kommandant Steiner und alle Fotos der russischen Scharfschützin. Lady Nachtigall. Ja, genau die. Und Herr Friesinger, ich wollte gerade zu Ihnen. Wir haben es durch die Frau bestätigt. Der sechste Alliierte ist tot. Ist das so? Ein Amerikaner? Verhaftet in Tempelhof? Ein Flugzeug? Das ergibt keinen Sinn. Die haben Sie lächerlich gemacht, Richter. Und Sie machen das Gleiche mit mir! Der Amerikaner wird jetzt hergebracht. Wenn ich ihn selbst verhören muss, habe ich keine Verwendung für Sie. Was glaubst du? Wollte nur nett sein. Was hast du ihnen gesagt? Es ging um Foltertipps. Schon gut. Ich hab gelogen wie du. Hat das geklappt? Er brach ab bei der Erwähnung von Friesinger. Wenn wir hier rauskommen, dann werde ich zuallererst ins Kino gehen, mir Les Trois Mousquetaires ansehen und lass mir von Edith Merat mein Herz brechen. Und du, Lucas, was machst du, wenn wir hier rauskommen? Ich? Wenn ich daheim bin, esse ich Lemmingtons bis zum Abwinken. Nur Kuchen. Die ganze Zeit. Was dir fehlt, weiß ich. Ja. Ich wünsch mir, dass die liebliche Barbara in meiner Kneipe mir Bier ausschenkt, bis ich diese Hölle vergessen hab. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt. Alle, die ich liebe, sind tot. Und ich fühle nur noch was, wenn ich einen Deutschen sehe, der um sein Leben fleht. Also, ich bin exakt dort, wo ich hingehöre. Wade erschien, genau wie ich gehofft hatte. Er spielte seinen Teil, ohne meinen Plan auch nur zu kennen. Das Team hatte ihn abgeschrieben, aber ich zählte auf seinen üblichen Charme. Trau dich das nochmal, dann haben wir ein verdammtes Problem. Ihr Team hat mich angelogen, Lieutenant. Lieutenant? War das so schwer? Endlich etwas Respekt? Ich weiß, du bist der Sechste. Was wolltest du mit dem Flugzeug? Ihr war wohl im stinkenden Pazifik. Wobei haben Sie denn wohl nachgelogen? Wade hatte sich schon aus schlimmeren Situationen.